BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Die Wiege des Fußballs, sie steht hier, beim Sheffield Football Club, dem ältesten Fußballverein der Welt. Borussia Dortmund verbindet seit 2013 eine enge Freundschaft mit dem Verein aus Nordengland. Vor dem damaligen Champions-League-Gastspiel beim FC Arsenal hat eine schwarz-gelbe Delegation die eigenen Vorfahren besucht. Denn hier fing alles an, vor über 150 Jahren. Sheffield, viertgrößte Stadt Englands mit über einer halben Million Einwohner. Lange Zeit durch die Stahlindustrie geprägt, zählt Sheffield heute mit seinem hügeligen Bergland und zahlreichen Wäldern zu den grünsten Städten in Europa. Und es ist eine der Pionierstädte des heutigen Fußballs. Mit dem Sheffield FC beheimatet sie sogar den ältesten Fußballclub der Welt. Und mal ehrlich, wer hätte das gewusst? Dieser Mann will das ändern. Richard Timms, Chairman des SFC. Der 50-Jährige hat eine klare Vision. Das ist das bestbehütetste Geheimnis im Fußball. Jeder kennt die FA, aber wer kennt schon den ältesten Fußballverein der Welt? Es ist ja auch keine unglaublich große Geschichte. Was ist das Besondere? Wir spielen Fußball seit über 150 Jahren. Klingt recht simpel, aber wenn wir es schaffen, Fans auf der ganzen Welt zu erschließen, die ihren Ur-Urgroßvater lieben und schätzen, ich denke, das ist meine Aufgabe. Egal ob von Borussia Dortmund, Real Madrid oder Atletico Madrid, vom Stammbaum her sind wir euer aller Ur-Urgroßvater. Not me, but we are your great-great-grandfather. Seinen Job macht der Präsident aus Leidenschaft. Richard ist die Seele und das Gesicht des Clubs. Da wird selbst das Kaffeekochen zur Chefsache erklärt. Und voller Stolz präsentiert er das kleine Stadion. Eine überdachte Tribüne mit 200 Sitzplätzen, ein überschaubarer Pressebereich, dafür aber ein eigener Fanshop. Und rundherum versprüht der Sportplatz einen typisch englischen Charme. Wahrlich eine Perle für jeden Groundhopper. Es ist ein schöner kleiner Fußballplatz, passend zu der Liga, in der wir spielen. Das ist der erste Platz in unserer Geschichte, der auch uns gehört. Wir überstürzen die Dinge hier in Sheffield nicht, wie man an der langen Zeit ohne eigenen Platz sieht. Ich habe uns 2001 hierher gebracht, um eine Plattform zum Arbeiten zu haben. Alles, was ihr hier seht, habe ich gefunden. Wir haben es von eBay, weil die Geschichte von Sheffield FC in den Kellern, Herzen und Köpfen der Menschen steckt. Es hat eine ganze Weile gedauert, all das zusammenzusammeln, was ihr hier seht. Vorher gab es nichts. Als ich 1999 anfing, hatte ich einen Sack mit Bällen. Das war's, ehrlich. Ein Trikotsatz und einen Sack voll Bälle. Kein Fußballplatz, nichts. Ich erwarte keine Dankbarkeit. Ich will nur sagen, dass wir hier in 10 Jahren schon viel geschafft haben. Also wir sind recht zufrieden, wo wir jetzt stehen. Die Mitgliedertafel ist hoch dekoriert. Für sie alle hat sich Richard Timms Zeit genommen.
und jedem erzählt er die Geschichte seines Sheffield FC. Von Creswick und Prest, die den Club vor 156 Jahren gegründet haben. Als zunächst Verheiratete gegen unverheiratete Männer spielten. Logisch, einen anderen Verein gab es ja noch nicht. Anstoß, Ecke, Freistoß, Einwurf, hier haben sie ihren Ursprung. Niedergeschrieben von Creswick und Prest in den Sheffield Rules, den ersten Fußballregeln. Und wenn Richard vom Erbe der Gründungsväter erzählt, dann kleben die Zuhörer an seinen Lippen. Ich finde es interessant zu sehen, wo der Fußball seine Ursprünge hat. Wir reden immer über den Sport, wir reden über die Relevanz, die Wichtigkeit der 90 Minuten. Und dann mitzubekommen, wo der Fußball gegründet worden ist, wo die Fußballregeln aufgestellt worden sind, wo der Fußball seine Ursprünge hat, das finde ich schon sehr beeindruckend. Insbesondere, wenn man dann überlegt, dass wir in gut 36 Stunden in London gegen Arsenal London in der Champions League spielen. Also extremer können die Gegensätze gar nicht sein. Zum einen hier die Grassroot-Initiative in Sheffield und zum anderen morgen das große Spiel in der UEFA Champions League gegen Arsenal. Ein Besuch im vereinseigenen Pub darf aber natürlich nicht fehlen. Und die Stimmung ist prächtig. Die Sheffield FC Ladies haben heute gegen Newcastle United mit 7:1 gewonnen. Logisch, dass da einige Pints über den Tresen wandern. Die urige Kneipe ist gut gefüllt und schnell kommt der schwarz-gelbe Besuch ins Gespräch. Man lernt sich kennen und schon bald wird klar, Sheffield FC und Borussia Dortmund, das scheint zu passen. For the love of the game trifft auf echte Liebe. Und während im Pub noch einige Helle runtergespült werden, ist es draußen schon lange dunkel geworden. Am nächsten Tag grüßt Sheffield mit typisch englischem Wetter. Und der BVB wandelt auf historischen Spuren an der East Bank Road. In einem Gartenhaus wurde hier 1857 der Sheffield Football Club gegründet. Heute erinnert nur ein schmaler Pfad und eine grüne Pforte an das Kinderbett des modernen Fußballs. Direkt nebenan, hinter verschlossenen Toren, Olive Grove, der allererste Platz des Sheffield FC. Hier fanden die ersten Begegnungen untereinander statt. Das erste richtige Spiel gegen ein anderes Team gab es erst 1860. Und zwar hier. Sandygate Lane, die Spielstätte von Hallam FC. Zugegeben, die Vereinsfarben sind etwas unglücklich. Sie nehmen dem Stadion aber keinen Funken an Magie, den es ausstrahlt. Am 26. Dezember 1860 fand hier der Anstoß zum ersten Spiel zwischen zwei Mannschaften statt. Die Sandygate Lane ist damit der älteste Fußballplatz der Welt. Und damals wie auch heute dürfte der Seitenwall hier mehr Bedeutung zukommen als anderswo. Zu wissen, dass hier vor über 150 Jahren der Fußball quasi erfunden worden ist, die Motivgründe der Menschen zu erfahren und auf dem Platz vorhin gestanden zu haben, auf dem das erste Ligaspiel, das erste wettbewerbsmäßige Spiel stattgefunden hat, das ist schon beeindruckend. Und jetzt gerade im Clubhaus habe ich auch noch die Urkunde von Sepp Blatter gesehen, mit der ja nun bestätigt worden ist, dass Sheffield FC der erste Fußballverein gewesen ist, der eben ein Fußballspiel ausgetragen hat, die Gründungsväter der Fußballregeln. Ich finde das schon ziemlich ergreifend und das miterleben zu dürfen an einem Tag vor einem Champions League-Spiel, besser geht's eigentlich. Und so neigt sich der Trip zur Wiege des Weltfußballs dem Ende zu. Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse, von allem hat der BVB reichlich gesammelt. Und er hält noch ein exklusives wie passendes Präsent parat. Eine limitierte Replik der Borussia-Bierflasche, die unserem Verein den Namen bei seiner Gründung gab. Dann heißt es Goodbye. Man wird sich ganz bestimmt wiedersehen. Richard Timms wird derweil unermüdlich weiter für seine Ziele kämpfen. Als Fußballclub wollen wir natürlich auf dem höchstmöglichen Level spielen. Aber ich will natürlich auch, dass jeder Fußballfan weiß und würdigt, wo der Fußball seinen Ursprung hat. Erstmals in 156 Jahren besitzen wir einen eigenen Fußballplatz. Aber wir haben die Möglichkeit, nach Olive Grove zurückzukehren. Dort, wo das Regelwerk geschrieben und zum allerersten Mal Fußball gespielt wurde. Ich denke, das wäre mein ultimatives Ziel. Den Fußball wieder nach Hause zu bringen.